Entering Anger. Ist es jetzt hier im letzten Drittel so üblich, dass man einem einfach immer ein Berserk-Power-Up gibt? Wir haben 83 Gegner. Eieiei. So. Noch einer. Ach, fucking hell. Boah, ihr seid fies, ihr Level-Designer. Okay. Ich brauche da eine andere Strategie. Ich muss ein bisschen langsamer vorgehen, glaube ich. Okay. Mann, irgendwelche Streifschüsse oder so, die hier permanent erwischen. Das zermürbt halt langsam. Aber das hier wird jetzt richtig schön. Na, relativ. Oh, oh. Okay. So, hier habe ich jetzt endlich mal so eine kleine... Oh, ups, die verfolgen mich ja gar nicht. Habe ich irgendwie falsch gesehen. Wow, macht wenig Schaden. Keiner von den beiden Barons ist gestorben. Und gefühlt hat er noch recht viel HP. Das muss echt sehr schlecht getroffen haben. Okay. Au. Ach so, hier tut die Lava auf einmal weh. Es war jetzt die ganze Zeit so, dass das hier eigentlich so gut wie nie Hazard-Schaden gab. So, du da oben. Okay. Aber ich glaube, auf Pistol-Start würden die Maps definitiv auch echt Laune machen. So als Herausforderung. Na? Sich so eine kleine Strategie. Gerade für sowas sind auch so kurze Maps eigentlich auch immer so nice. Sind mir fast schon, oder eigentlich sogar deutlich lieber, als dann so elendig lange Slaughter-Maps, sag ich mal. Die, wo man dann die dann halt irgendwie so eine Stunde brauchen, selbst wenn man die Map schon kennt. Die man dann halt, ich sag mal, ohne Speichern nur wirklich, ja, wo es unrealistisch fast schon ist, die ohne Speichern zu bewältigen, sag ich mal. Außer man hat die halt schon sehr, sehr oft gespielt. Weil bei sowas, so eine Map, die, ich sag mal, ja, ein paar Minuten geht, da macht es Spaß, da kann man sich so eine kleine Strategie überlegen. Wie mache ich das am besten? Und dann führt man es halt aus und hofft aufs Beste so ein bisschen. Dafür sind so kleine Maps eigentlich echt nice, da macht es dann eigentlich auch Spaß, ja. So, mir geht's nicht mehr so. Oh Gott, zwei Cyber Demons. Okay. Ihr wollt beide sterben? Fein bei mir. Ach du Kacke, die hätte ich beinahe mit meinem Gesicht gecatcht. Die habe ich mit meinem Gesicht gecatcht. So, Nummer 1 ist tot. Kommst du nicht raus, traust dich nicht, hast jetzt Angst bekommen. So gruselig ist es draußen nicht. Scheiße, ah, unentschieden. Unentschieden ist nicht gut genug. Scheiße. Ich hatte eigentlich Leertaste gedrückt, da war ich mir sehr sicher. Ach komm.
Ja, komm, dann lassen wir die erstmal raus. Ey. Der erwischt mich nicht mal. Das ist nur dieser Kack-Splash-Damage. Ach, Mann. Das sind die aber auch gerade echt unkooperativ. Die sind sehr unkooperativ. Okay, dann kommst du jetzt raus. Los. Ihr kommt jetzt hierher und zwar pronto. Die Spielstunde ist vorbei, Kollege. Ich verteile mich permanent gerade. Mensch, das ist gemein gegen zwei. Nein, jetzt nicht ungeduldig werden. Ich hatte es doch eigentlich schon. Aber da hatte ich auch ein bisschen Glück, weil sie nicht so aggressiv waren mit dem Feuern. So, jetzt. Jetzt Feuer. Geht doch. Geht doch. Man muss nur streng sein hin und wieder. Und dann einfach machen. Da ist aber so viele Gegner bereitwillig vor mir zum BFG benutzen. Mir ist mal jetzt wieder Schulpunkte. Okay. Puh, ey. Aber die werden echt ganz schön knackig, die Maps. Das ist ja eigentlich fast schon Standard jetzt. Oh, ein Arztschwein. Nicht schlimm. Na gut, der hier ist jetzt ein bisschen fiesvoller. Weil er die Typen regeneriert. Das ist jetzt natürlich gemein gewesen, dass ich da an so einem Ding festgehangen bin. Ich lass dich nicht so einfach raus. Hallo? Ich hänge immer noch an dem Ding fest. Das ist doch... Ah, werden die da platzieren an der Level Designer. Aber das ist gemein. Das ist so fies. So, jetzt aber. Ah, endlich kommt er hier runter. Shit. Eieieiei. Die Typen, ey. Puh. Krass. Also wenn es so weitergeht, dann will ich echt nicht wissen, was dann so bei Map 28, 29, 30 auf mich wartet. Aber okay. Wird auch irgendwie bewältigt werden. Dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.